Erzähl mal, wie ich hier gelandet bin. Das, Larry, ist eine lange Geschichte. Solange du den letzten Teil nicht total überhastet erzählst? Nun gut, du bist aus der Zeit gefallen. Das ist aber nicht nett. Niemand weiß, wie du aus den 1980er Jahren in unsere Zeit gekommen bist. Ach so, meinst du das? Du bist in einem seltsamen Labor aufgewacht und wusstest erst nicht, dass du dich im 21. Jahrhundert befindest. Doch du hast schnell gelernt, wie diese moderne Welt funktioniert. Er hatte ja auch den besten Lehrer. El Lefto, du bist Larrys Anker in eine längst untergegangene Welt. Hat jemand Lust, mein neues Craft-Bier-Rezept zu kosten? Nein, jedenfalls hast du, El Larry, nicht nur die... Naja, gemeistert würde bedeuten, dass er weiß, was er da tut. Und das kann man ja wohl nicht behaupten. Ich finde ja, er schlägt sich ganz gut. Silencio! Larry suchte nach Liebe an all den falschen Orten. El Larry hat sich unsterblich in Faith verliebt. Die heimliche Chefin des Technologieunternehmens Prun. Sie forderte ihn heraus, in der Dating-App Timber 90 Punkte zu bekommen. Erst dann würde sie mit ihm ausgehen. Woher weißt du das denn alles? Du warst doch gar nicht dabei. Silencio! Das ging wie immer fürchterlich schief. Und dann wollte Larry den Prun-Server mit seiner Timber-Punktzahl hacken. Das war Notwehr. Dabei störte er eine Produktpräsentation. Und Prun wurde an den Rand der Pleite gebracht. Tja, upsi. Faith musste fliehen, mit BJ im Schlepptau. Dem Mann, den sie als CEO von Prun installiert hatte, der aber nur ihre Marionette war. Larry schlich auf ihr Schiff und fuhr heimlich mit ihnen zu ihrer Villa, hier im schönen Cancun. Wir werden kein Wort darüber verlieren, was auf diesem Schiff geschehen ist. Oh, ich fand das total romantisch. Ach. Das würde mich jetzt interessieren. Bist du wahnsinnig, Lefty? Ach, vergiss die Frage. Ich wollte es höflicherweise verschweigen, Larry. Ein Glück. Dass du die abstoßendste Sexpuppe aller Zeiten gebaut hast und... Den Rest können wir uns denken. Leider. Schließlich hat Faith dir ihren Plan offenbart, dass sie BJ nur als Marionette benutzt hat. Und dann hast du die Villa in die Luft gejagt und so die Gringos vertrieben und Cancun befreit. Ziemlich verrückte Geschichte. Ich weiß Bescheid, was passiert ist. Wie geht's jetzt weiter? Bist du sicher, dass du genug weißt, um dich in dieses Abenteuer zu stürzen? Vielleicht brauche ich doch noch ein paar Informationen. Ich weiß Bescheid, was passiert ist. Wie geht's jetzt weiter? Bist du sicher, dass du genug weißt, um dich in dieses Abenteuer zu stürzen? Ja, jetzt kann es richtig losgehen. Nun gut, Larry. Es fehlt noch ein letzter Schritt, um die Prophezeiung zu erfüllen, die ein goldenes Zeitalter auf Cancun einläutet. Du musst die Tochter des wichtigsten Mannes der Insel heiraten. Meine Tochter! Ich hoffe, du hast das nicht vergessen, wo wir schon mitten in den Vorbereitungen sind. Wie sieht es denn mit einem Ehevertrag aus? Du wirst sie lieben und ehren, bis dass der Tod euch scheidet. Und du wirst keine Regressforderungen stellen. Das ist alles? Ja. Dann mache ich mich mal für eine Hochzeit bereit. Ja. Zieh los, Larry. Heirate die schönste Frau der Insel. Meine Tochter. Wie viele Frauen gibt es eigentlich auf der Insel? Zwei. Die andere ist meine Mutter. Vielleicht... Erfülle die Prophezeiung und dein Schicksal. Lass mich dir dieses Lied mitgeben. Oh, Larry, Larry, alle nennen dich. Ei, Caramba, meine Gitarre. Wir müssen sie reparieren, Larry. Sonst kann ich auf deiner Hochzeit kein Lied singen. Ich kümmere mich darum. Und vergiss auch nicht, dass du dich um das Catering kümmern und deinen Hochzeitsanzug tragen musst. Pi? Was gibt's, Larry? Es gibt doch sicher eine App für Hochzeitsvorbereitungen. Durchaus. Aber ich bin immer noch damit beschäftigt, diese riesige Datei zu entpacken. Daher kann ich gerade auch keine neuen Apps installieren. Ich weiß, wie viel Arbeit es ist, ein riesiges Teil auszupacken. Entpacken, Larry.
Diese Datei, die uns irgendjemand vor ein paar Wochen geschickt hat. Schon vergessen? Die muss ich entschlüsseln, aber das dauert. Okay, dann sag Bescheid, wenn es fertig ist. Larry, ich glaube, du bist ein wenig verwirrt. Ist das nicht normal, wenn man kurz davor ist, sich ewig zu binden? Durchaus. Aber lass mich dir noch mal ein wenig auf die Sprünge helfen. Ich glaube, du musst dich jetzt um deine Hochzeit kümmern. Es ist schon viel für die Hochzeit vorbereitet. Wie geht's dir eigentlich dabei, Larry? Bist du wirklich bereit, in den Hafen der Ehe einzulaufen? Wenn die Prophezeiung das verlangt. Das reicht dir als Grund? Ach, reden wir nicht darüber. Willst du lieber darüber reden, wie du die Villa in die Luft gejagt hast? Ist ja gut, ich werde nie wieder einen großen roten Knopf drücken. Wo ist nochmal die Leiter, die in mein Zimmer nach unten führt? Ach. Was ist los, Larry? Ich musste gerade wieder an Faith denken. Mach dir keine Vorwürfe. Tu ich aber. Das ist die Unterwäsche von Faith, die nach der Explosion auf der ganzen Insel verstreut war. Ich habe sie alle eingesammelt. Also, um sie Faith zurückzugeben. Sobald wie möglich, falls sie noch lebt. Ich sollte wenigstens eine Kerze für sie anzünden. Eigentlich müsste dafür alles hier im Raum sein. Die nehme ich mit. Es könnte ja dunkel werden. Ah, da ist sie ja. Jetzt muss ich sie erstmal anzünden. Feuer, der beste Freund des Mannes. Und in den richtigen Händen harmlos. So, sie brennt. Jetzt muss ich sie noch auf die Gedenkstätte stellen. Ich hoffe wirklich, es geht Faith gut. Ach, Faith, ich wünschte, du wärst hier. Okay, jetzt aber los.
Ich muss noch viel für die Hochzeit vorbereiten. Moment. Was? Ich muss heute noch deinen Wissensstand im Sensibilitätskurs prüfen. Muss das gerade jetzt sein? Du hast selbst gesagt, dass du mehr darüber wissen willst, wie man im 21. Jahrhundert miteinander korrekt umgeht. Ich habe doch schon so viel gelernt. Aber noch nicht genug. Na gut. Also, wie viele Geschlechter gibt es? Genug für alle. Ich habe auch bald genug. Wie viele gibt es denn nun? Die richtige Antwort lautet, Geschlechter sind divers. Okay, wenn man zu faul zum Zählen ist. Nächste Frage. Dein bester Freund vertraut dir an, dass er unter Depressionen leidet. Was rätst du ihm? Einen guten Whisky. Den brauche ich auch bald. Und das wäre das, was du selbst tun würdest? Nein, natürlich nicht. Das beruhigt mich. Ich würde mir erst den Whisky genehmigen, mir dann eine Frau... Schon gut. Was frage ich auch? Die letzte Frage. Für den Augenblick. Ein Arbeitskollege macht in der Mittagspause einen sexistischen Witz. Wie reagierst du? Welchen Witz genau? Geht eine Frau zum... ich meine, das ist doch egal. Mir reicht's. Habe ich bestanden? Ich sag mal so, das 21. Jahrhundert ist mit dir noch nicht fertig. Früher war alles leichter. Früher war nicht alles leichter. Du warst nur naiver. Aber da konnte man noch sagen, was man denkt. Was glaubst du eigentlich, was du hier die ganze Zeit machst? Hast du jetzt endlich diese Datei entpackt? Ich brauche eine Hochzeits-App. Die Verschlüsselung ist schwer zu knacken. Sie scheint besonders wichtige Daten zu enthalten. Irgendein Geheimnis. Seit Faith nicht mehr die Chefin von Prune ist, funktionierst du auch nicht mehr so richtig. Gar nicht wahr. Ich frage mich, was in der Firma inzwischen passiert ist. Hallo? Du bist also Nari. Ja. Du weißt, wer ich bin, meine Kleine? Ja, Mr. Wang. Freut mich. Ja, wir haben keine Zeit, um uns mit Freundlichkeiten aufzuhalten. Das hier, Nari, ist nicht mehr das Prune von früher. Das Prune von Bill Jobs und Faith. Dies ist nun mein Prune. Ja? Du arbeitest noch am Kuga-Update für unsere P-Phones. Ich möchte, dass du es sofort veröffentlichst, denn ich habe andere Aufgaben für dich. Aber... Kein Aber. Wir haben eine größere, wichtigere Sache vor uns. Miss Faith hat an einer revolutionären Software gearbeitet. Einen selbsterlernenden Algorithmus. Ich brauche ihn für das Produkt, mit dem ich Prune unsterblich machen werde. Eins, das sogar P-Phones überflüssig macht. Sie hat angedeutet, dass sie diesen Algorithmus geknackt hat. Aber ich habe ihn nie gesehen. Ich stehe unter Druck, Nari. Verstehst du? Also... Dieser Algorithmus ist geil. Wir müssen ihn hart rannehmen. Verstehst du, meine Kleine? Ich gehe dann mal wieder an die Arbeit. Du bist ab sofort die technische Leiterin von Prune. Wenn wir den Algorithmus von Faith nicht auftreiben, müssen unsere Techniker selbst einen entwickeln. Sofort! Du hast freie Hand und unbegrenzte Mittel. Mach mit mir, was du willst. Danke? Nari? Ja? Ich finde den Schalter für das geheime Hinterzimmer nicht. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Sowas muss es hier doch geben. Ein Zimmer mit einem Bett in Herzform, das sich dreht. Mit einem Hintereingang für alle, die ich dort... Ich frage direkt bei der Hausverwaltung nach. Und das Kuga-Update lasse ich ausrollen. In meinem alten Büro musste ich nur den Knopf unterm Schreibtisch drücken und da war alles. Das war schön. Wenn ich mit Prune fertig bin, werde ich das hier auch haben. Übrigens, Larry? Ja? Wenn du dich an bestimmte Dinge erinnern willst, die du nicht mitnehmen kannst, ist es auch möglich, sie zu fotografieren. Haha, sehr witzig. Habe ich vielleicht einen Fotoapparat umhängen? Ich habe einen Fotoapparat. Du? Was meinst du, wofür das Loch auf der Rückseite ist? Also... Vergiss die Frage. Du kannst also alles fotografieren? Ja, und es dir dann anzeigen, als hättest du es dabei. Wie praktisch. Hättest du mir ruhig schon früher sagen können. Oh, ich könnte damit auch etwas ganz Bestimmtes fotografieren.
Aber dafür bräuchtest du eine Weitwinkellinse, so groß wie das ist. Ich habe... genau, Larry. Schade, dass ich sowas nicht habe. Puh. Ach, das geht sicher auch so. Larry, nein! Fertig? Ja, danke der Nachfrage. Aber vielleicht solltest du lieber Dinge fotografieren, mit denen du später irgendetwas anfangen willst. Mir schwirrt langsam der Kopf, P. Gibt es nicht eine Möglichkeit, dass ich über alles, was ich zu erledigen habe, besser Überblick behalte? Gut, dass du fragst. Ich habe für dich eine To-Do-App installiert. Kann ich nicht wieder dieses Timbar haben? Wir haben doch im Rahmen deines Sensibilitätstrainings entschieden, dass wir diese App deinstallieren. Als Selbstschutz. Das war eine doofe Idee. Jedenfalls steht in der App alles, was du gerade noch für die Hochzeit erledigen musst. Und du kümmerst dich auch darum, dort alles abzuhaken, was erledigt ist? Aber natürlich. Wenn du eine der anstehenden Aufgaben erledigt hast, zeige ich es dir. Ich kann da mit meinem Finger drin rummachen, solange ich will, aber das bringt weder dem Finger noch dem Schloss was. Ich kann ihn nicht öffnen. Das Vorhängeschloss verhindert es. Nein, heute läuft auf CanCam News Network nur Blödsinn. Ich sag ja immer, geh nie ohne Gleitgel aus dem Haus. Nein, wenn ich mich draufsetze, klebe ich fest. Und das Toilettenpapier mag ich heute nicht anfassen. Das fasse ich nie wieder an. Vor allem nicht von hinten. Nein, ich nehme das nicht mit. Nein, wirklich nicht. Ich bewundere deine Willensstärke, Larry. Ich glaube, ich bin für den Moment sensibel genug. So bekomme ich das nicht auf. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Puh, Glück gehabt. Jetzt hat sich der Selbstzerstörungsknopf wohl selbst zerstört. Mir wird zwar nachgesagt, dass ich sehr geschickt mit den Händen bin, aber hier brauche ich was anderes. Holla! Hallo! Weißt du, wo ich den Schlüssel für meinen Kleiderschrank herbekomme? Ah, hey Larry. Ich habe dir schon den einen Schlüssel gegeben.
den Schlüssel zu deinem Schicksal. Ich habe das Gold von den Gräbern meiner Vorfahren eingeschmolzen. Dieses Sakrileg begangen, nur um daraus diesen Schlüssel herzustellen. Einen Schlüssel, der unser aller Schicksal in sich trägt. Du hast ihn doch noch, nicht wahr? Hab ihn verloren. Ich würde jetzt gern dafür sorgen, dass du deinen Kopf verlierst. Aber du bist mein Schwiegersohn und meine Tochter soll keinen kopflosen Gringo heiraten. Also ist der eine Schlüssel verloren. Der Schlüssel des Schicksals, der aus dem Gold meiner Ahnen entstanden ist. Unwiederbringlich. Ein Glück, dass ich noch einen habe. Hier. Oh, danke. Bis später, Elroy. Elroy! Ah, der passt. So, dann ziehe ich meinen Hochzeitsanzug an. Passt perfekt. Oh, in der Tasche ist auch der eine Schlüssel von Elroy. Prima. Zumindest wird er mich nicht umbringen, weil ich den verloren habe. Ah, das ist irgendwie ein gutes Gefühl, etwas abgehakt zu haben. Fast so gut wie Timber. Nein. Hola! Hallo! Ich habe noch ein paar Fragen zur Hochzeit. Ja? Was muss ich noch alles erledigen? Also, ich muss in der Lage sein, ein Lied bei der Hochzeit zu spielen. Aber eine Gitarrenseite ist gerissen. Alle Gäste müssen verköstigt werden. Wenn das alles erledigt ist, feiern wir eine Hochzeit. Genug über die Hochzeit. Immer noch sauer auf die Gringos? Stinkesauer! Außer auf dich natürlich, Larry. Aber als mein Schwiegersohn bist du dann sowieso einer von uns und kein Gringo mehr. Ich fühlte mich auch schon gar nicht mehr gringorisch. Bis später, Elroy. Elroy! Ich weiß selbst noch nicht, was ich damit anfangen soll, aber man weiß ja nie. Danke, Larry. Eine G-Seite für meine Gitarre. Wunderbar. So kann ich auf eurer Hochzeit mein Lied singen. Oh, das ist irgendwie ein gutes Gefühl, etwas abgehakt zu haben. Fast so gut wie Timber. Nein. Holla. Hallo. Bis später, Elroy. Elroy. Das ist doch kein Boxsack. Ich würde gern davon naschen, aber ich glaube, ich sollte erst heiraten. Die beiden lasse ich lieber da. Oh, was? Ist das etwa... Was ist los, Larry? Ist das etwa...
Die Braut? Die Braut ist El Reys Tochter. Vielleicht hat er den Esel adoptiert. Jetzt sei mal tolerant und vor allem nicht so einfältig. Das brauche ich nicht. Das ist ja total eingerissen. Ich halte lieber eine Armlänge Abstand. Mit Prophezeiungen soll man kein Schindluder treiben. Dosen mit Schnüren dran? Damit habe ich als Kind immer Telefon gespielt. Danke, hab keinen Durst. Sieht nützlich aus. Gehört jetzt mir. Er sieht etwas schlapp aus, aber das bekomme ich schon wieder hin. Hey, das sagen sonst immer deine Frauen zu dir. Ich habe jetzt keine Zeit, am Strand rumzulümmeln. Die Hochzeit wartet. Larry! Wie laufen die Geschäfte? Ich kann nicht klagen. Natürlich hilft es, die einzige Gaststätte auf der ganzen Insel zu sein. Die meisten meiner Kunden sind Stammgäste geworden, als sie sich nicht mehr übergeben mussten. Lass mich raten. Du hast eine neue Rezeptur für dein Barbarenbräu gefunden. Larry, das findet man nicht so einfach. Das ist ein Prozess. Eine Sammelklage ist auch ein Prozess. Kannst du die ganzen Hochzeitsgäste verköstigen? Das könnte ich, aber ich kann kein Alpaka-Fleisch zubereiten, solange der Fleischwolf klemmt. Geht das nicht ohne Alpaka-Fleisch? Vielleicht vegan? El Rey sagt, dass das... Die Prophezeiung nicht erlaubt, wie alles andere auch. Hältst du das mit der Hochzeit für eine gute Idee? Na klar, ich liefere das Catering. Ich meine... Ich habe die Braut noch nicht mal kennengelernt. Das kannst du auch als Vorteil sehen. Die Braut hat dich noch nicht kennengelernt. Wie meinst du das denn jetzt? Ich will damit sagen, dass ihr sicher ein Traumpaar seid. Ach so. Ich muss los. Dann bis später. Festgerostet oder Knochenstücke klemmen. Schwer zu sagen. Die Kurbel lässt sich jetzt wieder drehen. Jetzt dreht sie sich wieder. Larry! Kannst du die ganzen Hochzeitsgäste verköstigen? Natürlich, der Fleischwolf funktioniert ja wieder. So, jetzt ist alles für die Hochzeit vorbereitet. Irgendwie, ich weiß nicht, ich kann mich gar nicht so richtig darauf freuen. Was ist los, Larry? Es fühlt sich alles nicht richtig an. So geht es allen Leuten vor dem Ja-Wort. Wahrscheinlich hast du recht. Ich gehe erst mal zurück in mein Zimmer. Larry? Was gibt's? Erinnerst du dich an die Datei, die dir vor ein paar Wochen geschickt worden ist? Was war nochmal mit dir? Du hast von einer unbekannten Nummer eine verschlüsselte Datei erhalten und ich habe sofort mit der Dekodierung im Hintergrund begonnen. Ach so, diese Datei. Was ist damit? Ich habe sie entschlüsselt. Oh, dann kann ich jetzt die Hochzeits-App installieren? Die Datei stammt von Faith. Was? In der Paketdatei war auch ihr Bild. Das ist Faith. Wann genau wurde das Bild aufgenommen? Am Tag nach der Explosion des Hauses. Sie hat überlebt. Aber wo ist sie jetzt? In dem Foto sind auch GPS-Koordinaten von der Hohen See. Pi, wir müssen dorthin. Sofort! Koordinaten auf der Karte gespeichert. Kannst du schwimmen? Ich versuche es lieber mit einem Boot. Es war noch mehr in dem Dateipaket. Was denn? Das ist ein komplexer Programmcode, den ich selber nicht verstehe. Ich analysiere ihn. Was passiert mit dir? Ich...
Ich weiß nicht. Was ist jetzt mit diesem Programmcode? Er ist verschwunden. Wie verschwunden? Ich verstehe es selbst nicht. Vielleicht war es nur ein Update für meine Software. Egal. Ich muss Faith finden. Dabei muss ich nur aufpassen, dass El Rey mich nicht gleich unter die Haube steckt. Sonst komme ich niemals von der Insel weg. Pi, wo gibt es auf der Insel ein Boot? Pi, alles klar? Natürlich. Ein Boot? Nirgends. BJs Yacht wurde gepfändet und die Einwohner hier wollen nicht weg. Dann werde ich mir eins bauen müssen. Naja, wer in der Lage ist, mit einem Kondom eine Ratte zu fangen, kann auch ein Floß bauen. Holla! Hallo! Jetzt, wo ich darüber nachdenke, vielleicht ist die Hochzeit doch keine so tolle Idee. Was willst du damit sagen? Ich habe deine Tochter doch gar nicht verdient. Derjenige, der die Prophezeiung erfüllt, hat meine Tochter verdient. Nun ja, ich muss zugeben, dass ich auch etwas erstaunt bin, dass es ein Gringo ist. Ein Ex-Gringo. Denk einfach nicht darüber nach. Und jetzt heirate meine Tochter. Bis später, Elroy. El Rey. Nehme ich mit. Oh, schau mal, Pi. Das ist ein Bauplan für ein Floß. Ich glaube, der stammt aus einem Survival-Magazin. Vielleicht kann ich daraus etwas machen. Warte, ich installiere dir gerade eine Bauplan-App. Mit der kannst du komplizierte Sachen zusammenbauen. Okay, ich glaube, ich habe das verstanden. Ich lege fest, welches Objekt als was verwendet werden muss. Dann drücke ich den Losknopf und es wird so umgesetzt. Aber nur, wenn alles passt. Genug davon. Werde ich sicher brauchen. Es ist klebrig und grün. Natürlich stecke ich das ein. Okay. Upsi, es ist abgebrochen. Ich glaube, eine Wiederbelebung ist zwecklos. Ich glaube, eine Wiederbelebung ist zwecklos. Sag mal, Je mehr, desto besser. Ich glaube, eine Wiederbelebung ist zwecklos. Ich glaube, eine Wiederbelebung ist zwecklos. Schwach wie Flasche leer. Ich glaube, ich möchte nicht dorthin schwimmen.
Das brauche ich nicht. Das ist ja total eingerissen. Lefto, darf ich mir den Pizzaschieber ausleihen? Du meinst, du nimmst ihn mit und ich sehe ihn nie wieder? Er hat dich durchschaut. Nimm ihn ruhig. Ich experimentiere sowieso gerade mit Fladenbrot. Ich weiß nicht genau, warum Lefty glaubt, Pizza sei ein typisches Gericht für Ken Kam. Ich könnte mir einen genehmigen, aber dann falle ich wahrscheinlich ins Wasser. Also nein. Es gibt auch Löcher, in die ich meine Finger lieber nicht reinstecke. Man kann nie genug Plastikflaschen haben. Von dem Pfand wollte ich eigentlich meinen Ruhestand finanzieren. Ich lasse es lieber hängen. Jetzt dreht sie sich wieder. Larry! Lefty, wie komme ich von der Insel weg? Schnellstens! Warum willst du denn weg? Ich habe in New Lost Wages noch das Bügeleisen an. Das klingt nach einer faulen Ausrede. Faith lebt! Oh, wirklich? Ich kann ihr P-Phone orten. Auf dem Meer! Da muss ich hin! Es liegt hier gerade kein Schiff vor Anker. Auf der ganzen Insel gibt es nicht mal ein Rettungsboot. Ich fürchte, du wirst da was improvisieren müssen. Warum überrascht mich das jetzt nicht? Ich muss los. Dann bis später. Danke, hab keinen Durst. Ohne Boden kein Schiff. Alte Seemannsregel. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Schwimmkörper sind natürlich nötig, damit das Floß nicht untergeht. Das lässt sich nicht kombinieren. Genug davon. Das ist doch kein Boxsack. Das fasse ich nie wieder an. Vor allem nicht von hinten.
Jetzt hat sich der Selbstzerstörungsknopf wohl selbst zerstört. Ich hätte ja gern immer so viel von Faiths Unterwäsche dabei, aber das ist zu viel. Ich glaube, ich bin für den Moment sensibel genug. Nein, ich nehme das nicht mit. Nein, wirklich nicht. Ich bewundere deine Willensstärke, Larry. Holla! Hallo! Bis später, Elroy. El Rey! Ich würde gern davon naschen, aber ich glaube, ich sollte erst heiraten. Lässt sich nicht verschieben. Lässt sich nicht verschieben. Mal schauen, ob was darunter ist. Ja. Lässt sich nicht verschieben. Das ist gut so, wie es ist. Lässt sich nicht verschieben. Ich halte lieber eine Armlänge Abstand. Mit Prophezeiungen soll man kein Schindluder treiben. Ich weiß nicht genau, warum Lefty glaubt, Pizza sei ein typisches Gericht für Ken Kam. Ich lasse es lieber hängen. Schau mal, Pi. Ich glaube, der vielleicht kann... Warte, ich... Mit der kann... Ich glaube, eine...
Das hilft mir nicht. Besser nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das ist gut so, wie es ist. Das hilft mir nicht. Gute Idee, aber so nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Besser nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das ist gut so, wie es ist. Das ist doch kein Boxsack. Das hilft mir nicht. Ja, damit könnte ich sie zerschlagen, aber das hat sie nicht verdient.